Das DRS-96 54 hat's vorgemacht, wie das DRS-96 55 machen könnte. Und damit hallo-seits und willkommen zurück bei Faster Than Light. Hauptmenü, jetzt bin ich mal gespannt. Was kann Variante C? Das ist die B, ich mache erstmal die Räume zu. Ja, finde ich jetzt nicht so schön wie das hier, aber das ist auch schwer, aber sieht auch irgendwie schick aus, sieht edel aus. Ja, die Form ist auch cool, sieht aus wie ein Krabbelkäfer, wie so ein Kneifkäfer. Oh, Kristallhammer 1. Modifizierte Projektilwaffe, die einen großen, schilddurchdringenden Kristall abfeuert. Schilddurchdringenden. Wie war das mit dem schweren Powerlaser? Der kommt auch durch den Schildpunkt durch. Und ein Schwarmraketenwerfer. Und, Tom Banks, ein Kristallo. Hab grad Gänsehaut. Sperrkraft in Crewfeld aktivieren. Was ist denn das? Sperrkraft in Crewfeld aktivieren. Okay, ich glaube, das muss man einfach mal sehen, um zu wissen, was das ist. Schaut mal, die maximale Gesundheit um 25 weniger. Bewegung sinkt um 25, sinkt um 20. Dafür ist er schneller. Verringerter Schaden durch Sauerstoffmangel. Aha. Uralte Vorfahren der Feles, Kristallo. Cool. Oh, ich will mal in den geheimen Sektor. Aber wenn ihr es wisst, wie man da hinkommt, nicht verraten. Wir wollen es irgendwie mal so herausfinden. Zufällig. Interessant. Wie sieht das bei den Räumen aus? Oh, ein Rundgang fast. Oh nein. Eine Klonstation. Na gut, irgendeine Nachteil muss das Schiff haben. Steinpanzerung hat das Ding auch. Genauso viel Antrieb wie Balken beim Schildsystem. Einmal Sauerstoff weniger, drei Balken bei den Waffen. Das Ding hat eben keine Krankenstation. Türen hat es dafür und Sensoren. Das Ding hat keine Türen. Okay, einziges Problem ist, wie ich finde, die Klonstation auf den ersten Blick. Benötigt einmal Energie, 13 Sekunden, normaler Schaden 2. Schilddurchdringung 1. Wie oft schießt das Ding? Modifizierte Projektilwaffe, die einen, okay, Einzahl, großen, schilddurchdringenden Kristall abfeuert. Ein schwerer Laser, der durch den Schildpunkt durchkommt. Ein schwerer Powerlaser, lädt aber etwas länger. Schilddurchdringung 1, ja, Feuerdurchbruch niedrig. Niedrig, niedrig. Ja, hat auch was von eisig, die Lackierung. Ja, ja, ja. Oh, alter Vorfahren der Feles. Ah, cool. Aber wir haben was anderes vor. Ich gehe nochmal kurz auf die Liste. Zufälliges Schiff wollte ich nicht, aber egal. Uns geht's ja darum, um den, ja, ich glaube, das ist mittlerweile sicher, das ist der. Das ist schon eigentlich so lange für mich sicher. Unbekannte Kreuzer, das ist das Ziel. Und dafür brauchen wir noch einen Sieg mit dem Tarnkreuzer Variante B. Aber den müssen wir erstmal freischalten. Hier stehen überall zwei Punkte bei den Pokalen, heißt mit beiden, ja, erreicht, da steht es auch nochmal in Textform. Nur hier steht, erreicht mit Typ A normal. Und das fehlt hier noch überall. Also das fehlt hier, nicht hier überall, so rum. Und ja, dafür brauchen wir ja nicht einen Sieg mit Typ B. Na gut, das Ding sieht auch so cool aus. Grau, dunkelblau, schwarz. Verschiedene Grautöne. Schick, schick. Vermeide mit dem Tarnkreuzer 9 Schaden während einer Tarnung. Heißt, es muss einer mit einem 9er Schuss auf uns schießen. Oder kann ja auch ein 8er Schuss sein, aber einmal schwerer Laser dabei. Das wäre ja auch ein 9er Schaden. Auf jeden Fall müssen wir einer dicken Salve mal ausweichen. Da muss der also schon geschossen haben. Mit allen, ich sag mal der Einfachheit halber, 9 Schüssen. Und unser
Tarnfeld muss maximal, unser Antrieb muss entsprechend ausgebaut sein, damit wir 100% Ausweichen haben, oder wir haben halt Glück. Andererseits Taktik, erreiche mit dem Tarnkreuzer Sektor 8, ohne zu einem Signalpunkt mit Umweltgefahr zu springen. Dafür braucht es den Langstreckenscanner und den haben wir schon. Also entweder 9er Schuss ausweichen oder halt bis ins letzte Gefecht kommen ohne Sonne, ohne Pulsar, ohne Plasmasturm. Ist Nebel auch eine Umweltgefahr? Ich glaube ja. Weil es ist eine Gefahr und Umwelt, weil Nebel. Ich glaube, Nebel sollte ich damit auch knicken. Gut, behalte ich mal im Auge. Die Eule. Mini-Strahlenlaser und Doppelschusslaser. Doppelschusslaser finde ich gut. Vivimord, Davion oder Davian und wir haben den Bruce Garrick. Langstreckenscanner soweit so bekannt, Titanverschallung auch, aber der Vollständigkeit habe nochmal. Alle Systeme haben eine Verschalung, die eine Chance von 15% gewährt, erlittenen Hüllenschaden zu negieren. Hülle wird dennoch beschädigt. Einfach das Gegenteil oder das Gegenstück zur Steinpanzerung vom Feliskreuzer. Der hält Schaden von der Hülle ab, macht Systeme kaputt, hier genau andersrum. Genug gequasselt und geguckt. Alles groß geschrieben, jawohl ja. Wir haben wieder Außentüren, wenn auch nicht viele. Aber immerhin, zwei. In einem Raum. Ne, hier hinten sind noch welche. Okay, und keine Klonstation. Super. Dann wollen wir mal. Die Daten. Boah, das Ding ist wirklich gut getan. Schaut mal. Dunkler Hintergrund und man sieht das Schiff kaum. Antrieb bei 30%. Wenn wir uns jetzt tarnen, dann haben wir 90% Ausweichen. Ich weiß noch, ich habe dann herausgefunden, klar, wir müssen... Ah, Mist, wie viele? Es war irgendwas Dreistelliges. Entweder 150 Schrott oder ich glaube, wahrscheinlich auch 120 Schrott für das Schildsystem. 120 Schrott immer zur Seite schieben, aber vorrangig erstmal die Tarnung maximieren, damit wir eben keinen Schaden bekommen. Das weiß ich noch beim Durchspielen mit dem Tarnkreuzer. Als erstes die Tarnung maximieren. Okay. Umwelteinflüsse, Obacht. Schiff, Schiff, Schiff. So viele Schiffe, wie es geht, am Anfang mitnehmen. Nebel lasse ich mal liegen, sicherheitshalber. Ich schätze mal, das wird auch eine Umweltgefahr sein. Nebel ist ja auch Umwelt. Und gefährlich ist es so oder so. Ah, ich glaube, ich springe zur Hilfe. Ausgang von den beiden Punkten. Okay. Dann wollen wir mal. Als du die Quelle des Notsignals erreichst, ruft dich ein Zivilschiff. Danke, dass sie uns zur Hilfe gekommen sind. Unsere FTL-Navigation spielt verrückt, sodass wir es nicht mal zum nächsten Reparaturdepot schaffen. Könnten sie uns dorthin führen? Ja. Hier, nehmen sie diesen Schrott als Anzahlung. Wir folgen einfach ihrer Sprungsignatur. Sie sind wirklich unsere Rettung. 8 Schrott, super. Besser als nix. Oh, das war ja weit. Das ist doch eine Falle, oder? Mal gucken. Reaktor um 1 verbessert. Keine Falle. Wir haben 8 Schrott bekommen und jetzt umgerechnet nochmal 20 für den Reaktorausbau. Du kommst an und das Schiff, das du eskortiert hast, springt hinter dich. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Wir arbeiten in einem Fusionskraftwerk in der Nähe und könnten als Entlohnung versuchen, die Leistung Ihres Reaktors zu erhöhen. Vielen Dank für den Versuch. Umweltgefahr. Nee. Ist eigentlich recht einfach. Allen Umweltgefahren aus dem Weg gehen mit dem Langstreckenscanner. Man muss halt bloß aufmerksam sein, aber eigentlich ist das ja einfach. Der Kapitän des Schiffs behauptet, er könne Dienstleistungen erbringen, solange du ihn mit Schrott bezahlen kannst. Nee. Ich weiß noch, dieser Ort ist gefährlich und wir wollten eine Waffe. Ich habe Schrott gegeben, 45 und nix da. Und am Ende sacken die den Schrott auch ein und machen dafür nix. Bekämpfen. Söldner sind schlimmer als Rebellen. Die einzig angemessene Reaktion ist, sie zu bekämpfen. 9er Schadenschuss hat er nicht. Er hat 2 Schüsse.
Wenn die Lampen blinken für Achtung, ich schieß gleich, dann weichen wir aus. Oder? Oder schießen lassen. Die können ja immer noch mit 10% treffen. Hm. Wenn wir immer so gut getarnt sind, dann können die Leute auch nicht voranschreiten mit Erfahrungspunkten. Vorher schießen, sind wir bloß 5 Sekunden getarnt, dann haben wir bloß 5 Sekunden gewonnen. Nee, wir tarnen uns, wenn er schießt. Bestenfalls schießen die zugleich. Komm, schieß noch. Jawohl. Dann können wir uns jetzt genau tarnen. Wir haben keine Tarnwaffen, aber wird schon gut gehen. Die haben Engi, da bringt es nicht so viel, da jetzt drauf zu gehen. Also das Cockpit auf keinen Fall, es hat bloß einen Balken. Strahl ist noch nicht bereit. So, kleiner Strahl, kurzer Weg. Feuerchen, super, dann kann er nicht beim Schutzsystem reparieren. Dann jetzt auf die Waffen. Schnellstens, der schießt nämlich gleich wieder, der Arsch. Schneller schießen. Hm. Womöglich kriegen wir gleich einen zweifachen Schaden, weil schwerer Laser. Schildsystem wird wieder repariert. Ja, Lichter aus. Oh, wir haben da sogar ein Feuerchen. Dann machen wir erstmal das Feuer aus. Das Schiff explodiert und hinterlässt 2x Treibstoff, eine Rakete, 16 Schrott. Es lodert nicht mehr. Schon praktisch auch gleich zwei Balken beim Sensorsystem. Wer wird denn jetzt... im Zweifelsfall reparieren? Die sind jetzt gerade alle drei wichtig, weil die beiden, die ausweichen, müssen jederzeit das Ausweichen so hochhalten, wie es noch geht. Und der Waffenhans muss die Waffen aufladen. Okay, dann entschließe ich mich einfach für Garrick, weil ich ihn jetzt ausgewählt habe. Wenn wir keine Not haben, dann wird Garrick alles reparieren, damit er als erstes aufsteigen kann, und zwar so schnell wie nur irgendwie möglich. Tarnung 30 könnten wir schon machen. Wir haben einmal Strom über, insofern machen wir das auch. Gibt's einen Laden? 10 Sekunden getarnt sein. Ja. So schnell es geht zum nächsten Schiff. Muss ich hier den Nebel mitnehmen? Ja, dann lassen wir das. Sonst hätte ich das Schiff auch noch mitgenommen, wenn wir hier runter hätten springen können. In der Galaxis sind im Moment viele Söldner unterwegs, denn ihre zwielichtigen Dienste sind in unsicheren Zeiten sehr gefragt. Müsste da stehen, denn ihre zwielichtigen Dienste sind eher in unsicheren Zeiten sehr gefragt. Einer von ihnen wartet am Signalpunkt und ruft dich. Bekämpfen, so oder so, hat eine Rakete. Söldner sind schlimmer als Rebellen, die einzig angemessene Reaktion ist, sie zu bekämpfen. Ich will immer nur kämpfen, klingt gut. Auf jeden Fall erst tarnen, wenn die Rakete fliegt. Wobei, ist egal, das ist gewissermaßen auch eine Rakete. Vielleicht sogar schlimmer, wenn das bloß ein Leto-Werfer ist. Das ist ein schwerer Laser, der macht zweier Schaden, wenn er auf ein System geht. Oder halt auf eine Hülle, auf einen leeren Raum. Zum Glück schießen sie zugleich. Super. Treffen die trotzdem? 10%? Nein. Schätzsystem. Waffen werde ich jetzt mitnehmen. Oh, leider bloß drei Räume. Große Räume können wir gerade überhaupt gar nicht leiden. Das war mit der Flak im letzten Schiff noch anders. Aber jetzt mit dem kleinen Strahl brauchen wir kurze Wege. Waffen nicht komplett aus, aber ein Feuerchen ist da drin. Ja, super. Jetzt können wir seine Waffen wieder aufladen. Schnell drauf gehen. Schnell, schnell, schnell. Puh, fast schon zu spät, hätte ich gedacht. Ging noch gut. Schnell noch den Strahl hinterher. Mehr Erstschildsystem. Vielleicht geht das Ding gleich ganz kaputt. Jawohl. Abhauen will er.
Zwei Feuer. Ist die Feuerchance bei dem Ministrahl relativ hoch, weil das ist ja schon wieder ein Feuer. Das dritte Feuer, glaube ich, sogar schon. Bums. Also das dritte Feuer, seitdem wir hier mit dem Schiff kämpfen. In diesem Durchgang. Das Schiff explodiert und hinterlässt zweimal Treibstoff und darunter 13 Schrott. Da ist ein Laden, können wir aber gerade überhaupt gar nicht gebrauchen. 50 Schrott. Da und dann laden. Den Laden werde ich, glaube ich, so oder so mitnehmen, Fragezeichen. Wobei, ich brauche nicht, aber wir haben nicht mehr so viele Punkte bis zum Ausgang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, 8 schaffen wir nicht mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, könnte eng werden. Aber von hier könnten wir direkt zum Ausgang. Dann lassen wir den Laden mal liegen. Deine Scans zeigen eine längst verlassene Bergbaustation auf einem nahen Planeten. Entschuldigung, es werden keine Biosignale angezeigt. Planet 39. Deine Scans zeigen eine Erzraffinerie in mehreren... Es müsste Fabriken falsch geschrieben sein, die alle stillstehen und leer sind. Es werden keine Biosignale angezeigt. Mann. Schiff. Cool. Wo zuerst hin? Ist egal, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist theoretisch egal. Fliege ich erstmal dahin. Falls hier irgendwelche Störfaktoren, Umweltgefahren sind, dann muss ich mir was anderes überlegen. Wobei, wenn ich hier bin, kann ich nicht mehr nach... Okay, dann erst zum Schiff. Ein Nullerschild. Du entdeckst ein automatisiertes Schiff der Rebellen. Es greift nicht an, sondern scheint, um eine Station mit weitreichenden Sensoren zu patrouillieren. Er wird dicke Waffen haben. Wobei, nö. Klar, wenn er uns trifft, dann aua, aber muss er erstmal schaffen. Schnellstens auf die Waffen. Er könnte noch gut ausweichen, aber dafür haben wir den Laserstrahl. Der macht das Cockpit kaputt und der Laserstrahl hat eine Treffergarantie. Ich muss seinen blöden Strahl im Auge behalten, weil der kommt sofort an. Ich muss auf das Lämpchen achten. Der wurde jetzt hell. Ich muss mich eigentlich jetzt schon tarnen. 10 Sekunden bis dahin haben die auf jeden Fall schon geschossen. Wir tarnen uns jetzt lieber mal. Weil das Ding wird als nächstes sofort losstrahlen. Der hat sich jetzt schon verändert. Beide weg, super. Was für ein Gegner. Der einfachste bisher. Tschüss. Du greifst auf die neuesten Scans der unbewachten Station zu. Deine Karte wurde mit Details aus der näheren Umgebung aktualisiert. 7 Schrott. Nicht gerade viel? Hey, am Mist, ein Schiff mit Umweltgefahr. Da ist noch ein Laden. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Könnte klappen. Aber wir brauchen ihn nicht zwingend. Hoffentlich gibt es hier Geschenke bei den 3 Punkten. Du erhältst eine Nachricht von einer Station, die um einen Planeten, nicht Planeten, in der Nähe kreist. Kapitän, hier spricht das Terraforming Föderationsteam C12 und wir brauchen Ihre Hilfe. Hätten Sie Zeit? Deine Hilfe anbieten. Danke. Wir müssen diesen Planeten nach Leben abscannen, bevor wir mit dem Terraforming beginnen können. Aber unsere Sensoren haben nicht die nötige Energie, um die Atmosphäre zu durchdringen. Wir müssen unseren Zeitplan einhalten. Können Sie uns vielleicht helfen? Ja, zum Glück haben wir erweiterte Sensoren. Auf Maximum stellen und scannen. Ah, ein Schiff. Ein kompletter Scan des Planeten. Ich bin bei Planeten jetzt immer vorsichtig und lese erstmal, bevor ich vorlese. Das Wort durch. Ja, Scans des Planeten ergibt neben einem einzelnen Schiff auf der Oberfläche keine Biosignale. Die Terraformer bedanken sich bei dir und versuchen, das Schiff zu rufen. Als du springen wirst, startet das Schiff plötzlich und greift an. Es sind Piraten. Finde ich gut. Ein einer Schuss, ein schwerer Laser und ein Ministrahl. Muss seinen Strahl wieder im Auge behalten.
Der wird röter. Ich tarn mich lieber. Wenn das grüne Lämpchen leuchtet, dann schießt der schon, ne? Wir können es mal bei uns beobachten. Ich habe zu früh geschossen. Nein! Wobei, das Ding ist aus. Haben wir ein Schwein? Das rote Licht geht nochmal aus und da hat man eigentlich noch die Zeit, um auszuweichen. Wobei, wenn das Ding schon anvisiert hat und praktisch schießen will, dann ist es schon zu spät. Ich glaube, das ist schon zu spät. Ich schieße lieber die Tarnung schon vorher los. Das sind nicht die Terraformer, deswegen klingen die anders. Sie haben uns klar besiegt. Wir bitten nur um unser Leben. Nö. Wobei viel Treibstoff, aber nö. Enttarnt, Waffe kann schießen. Trifft. Sauerstoff, nicht gut. Waffen aus, dann Sauerstoff. Mal gucken, ob der Strahl noch durchkommt. Ich glaube nicht. Versuche ich es auch nicht. Seine Waffen können gerade eh nicht schießen, insofern muss ich jetzt kein Risiko eingehen. Am Ende schaffen die das noch zu reparieren und wir bekommen noch ein paar aufs Dach. Das ist deren sicherer Tod. Das Schiff explodiert und hinterlässt. Dreimal Treibstoff, super, die halten wir trotzdem. Eine Rakete und 13 Schrott, hat sich doch voll gelohnt. Gut, dann läuft bisher gut, hoffentlich geht's gut weiter. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut. Und tschüss.